Der Krieg ist in seiner letzten Phase. Die Rote Armee steht kurz vor der ehemaligen Reichsgrenze. In den Morgenstunden des 8. November 1944 überfliegen 5 Männer die Front. Ihr Ziel liegt auf polnischem Gebiet. Weit hinter den feindlichen Linien, unweit der deutschen Reichsgrenze, am Fuße der Beskiden. Gdzie? Tarnow. Ihre Beweggründe sind so verschieden wie ihre Herkunft. Ihre Sprache so unterschiedlich wie ihr Temperament. Nur eines haben alle gemeinsam: den unbeugsamen Willen, ihren Auftrag auszuführen. Einen Auftrag, den nur 2 von ihnen kennen. Georg, ein deutscher Kommunist, seit 1939 in der Sowjetunion lebend, und Boris, Oberleutnant der sowjetischen Aufklärung, Student für Maschinenbau aus dem Kaukasus. Dem Kommando gehören noch an Hauptmann Ernst, vor 12 Monaten mit den Resten seines zerschlagenen Bataillons übergelaufen, der Benjamin der Gruppe Heiner, ehemaliger Hitlerjunge und Pioniergefreiter, bei Kaluga in Gefangenschaft geraten, und der Pole Janek, der als Partisan in der Gegend von Lublin kämpfte, die inzwischen befreit ist. Wir sind bald da. Ungefähr noch 20 Minuten. Angst? Angst hat man nur, solange man in der Maschine sitzt und nichts tun kann. Unten sieht alles ganz anders aus. Ich habe keine Angst. Sonst hätte ich mich ja nicht freiwillig gemeldet. Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Fliegerabwehr. Gleich vorbei. Ja, bei du wische. Sie haben uns an Ihren Scheinwerfern. Der Pilot weicht aus. Treffer. Die Maschine hält allerhand aus. Erwischt!
Ash. Machen gut. Schnell, ich muss raus. Ja, der Lekord zu weit. Du fliegen zurück, Wolf. Mein Auftrag, meine Genossen. Funkgeräte, Waffen, Ausrüstung. Buchadite! Weiter? Zur Straße. Dann bis zur nächsten Ortschaft. Wir müssen sehen, wo wir gelandet sind. Keine Spur. Es ist zwecklos zu suchen. Ich habe genau gesehen, dass nach Rainer und Jannik niemand mehr gesprungen ist. Und der Sack? Auch nicht. Alles weg. Funkgerät, Munition, restliche Maschinenpistolen, Uniform, alles. Waffen und Uniformen kann man besorgen. Ohne Funkgerät ist immer noch möglich zu arbeiten. Ohne Georg ist sehr schlecht. Nach dem Geräusch ist die Maschine sofort südostwärts abgedreht. Aber warum ist er denn nicht gesprungen? Oder hat wenigstens den Lastenfallschirm abgeworfen? Vielleicht verwundet. Vielleicht tot. Liebe Pani, such nach Krakau kommen.
Hinter dem Wäldchen muss es sein, Henselmann. Tempo! Jawohl, Hauptmann! Gesagt, dass er uns wecken soll. Ist doch noch gar nicht so weit. Panowie, viel Zeit. Zug nach Krakau ist vorbei. Also Mist. Wieder raus in die Taiga. Uns wird's warm. Beim Treten. So ein Quatsch. 6 Stunden Patrouille strampeln. Hey, Pan. Koch eine schöne Suppe, bis wir zurückkommen. Schön heiß und dick, verstehst du? Tak, panie.
Die Maschine kam schon mit starker Schlagseite in den Bereich meiner Batterie. Mit ein paar Salven gaben wir ihr den Rest. Wahrscheinlich hat sie noch versucht, über die Front zu segeln. Ja, aber das ist eine Maschine von uns. Sicher eine Beutemaschine, die sie zur Tarnung ihres Auftrages benutzten. Und wie war das mit den Fallschirmen, Leutnant? Einer meiner Leute will gesehen haben, wie sich kurz vor dem Absturz ein oder zwei Fallschirme gelöst haben. Ich habe daraufhin sofort die nächste Umgebung absuchen lassen. Ohne Erfolg. Allerdings war es da noch ziemlich dunkel und mehr als vier Mann konnte ich nicht einsetzen. Wie weit liegt Ihre Batterie von der Absturzstelle entfernt? Luftlinie 8 Kilometer, Hauptmann. 6 Mann müssen es im Ganzen gewesen sein. Plus die beiden Piloten. Sehen Sie? 6 Karabinerhaken mit Reißleinen. Ja. Oder 5 Mann mit einer Last oder 4 Mann und 2 Lasten. Aber warum hier, in dieser gottverlassenen Gegend? Ich gebe zu bedenken, die Maschine befand sich wahrscheinlich schon auf dem Rückflug. Na ja, sicher, sicher. Bei den Piloten? Nichts gefunden außer Pistolen. Keine Papiere, Skizzen oder ähnliches. Herr Hauptmann! Herr Hauptmann! Ja, Inselmann? Das habe ich in der Hand von den toten Russen gefunden. Der hatte richtig die Pfote rumgekrallt um den Fetzen, als ob er nicht hergeben wollte. Was wicht hier, der Hauptmann? Wahrscheinlich ein Volltreffer, Inselmann. Seeglückspilz. Liegt hier nicht in der Nähe ein Bataillon von der Sicherungsdivision? Jawohl, bei Filipowice. Machen Sie mir mal eine Funkverbindung dahin, Leutnant. Stellen Sie eine Verbindung mit Abendröte her. Jawohl, Leutnant. Funkverbindung zur Abendröte. Inselmann. Herr Hauptmann. Sie fahren mit Karacho zurück nach Bochnia zur Dienststelle und übergeben dem Chef das zur Kenntnisnahme und eventuellen Weiterleitung nach Krakau zur Heeresgruppe. Bis Sie dort eintreffen, habe ich über Funk mit ihm gesprochen. Jetzt ein Janger, Hauptmann. Herr Major Zirjewil zur Kenntnisnahme. Hauen Sie ab, Inselmann. Herr Leutnant, gibt's hier noch eine Abkürzung rüber zur Rollbahn? Ja, wenn Sie hier lang fahren, dann an den beiden Wäldchen vorbei. In dem einen liegt ein kleiner See. Nach 10 Kilometern stoßen Sie bei Tschow auf die Rollbahn nach Bochnia. Und danke, fallen Sie Leutnant. Keinem der Räuber in die Hände, Inselmann. Staub mache ich aus denen, Herr Hauptmann. Ganz dreckig im Stau. Verbindung zur Abendröte steht, Herr Hauptmann. Wir lassen die ganze Gegend hermetisch absperren und kämmen alles systematisch durch. Hallo, Abendröte. Abendröte, kommen. Danke. Mist. Sonderurlaub. Bestimmt noch einer dran und ist abgesoffen. Bin ich ein Glückspilz.
Mensch, ist das ein Tag. Hab ich ein Schwein. Ich mache ja alles, was Sie wollen, Mann. Nur tun Sie mir nicht. Ich bin einfacher Lanzer. Oberschnäpser weiter nicht. Ja. Sie können ja alles von mir kriegen. Nur lassen Sie mir laufen. Verstehen Sie Deutsch, Kamerad? Ruski? Oder Polski? Hitler kaputt, Krieg, Scheiße, wa? Mann, der versteht doch ihn ja nicht. Oder sind Sie vielleicht ein abgesprungener Engländer? Do you speak English? Ja. Was denn? In das kalte Wasser soll ich? Mann, es ist November. Badesaison ist vorbei. Da geht mir rein. Henselmann ist unterwegs zu Ihnen. Spätestens in einer Stunde wird er dort sein. Ich erwarte dann Ihre weiteren Befehle, Herr Major. Ende. Na, die Sache schnopelt. Spätestens in einer halben Stunde haben wir rundherum alles abgesichert. Da kommt keine Maus mehr raus oder rein. Nicht von der Stelle! Das ist zu schwer für ihn alleine! Er ist zwar stumm wie ein Fisch, aber stehen tut er alle der Knochen. Leutnant, fahren Sie rüber nach Filipowice. Aber lassen Sie mir den Funker da. Machen Sie Dampf. Das ist aber unfair, hören Sie mal. Sie tragen meine Klamotten und ich laufe wie nasser Pudel rum. Sie kommen ja nicht weg hier von der Gegend. Das wird alles umstellt und durchgekämmt. Keine Lücke lassen Sie offen. Was soll denn mit mir werden? Sie können mir doch hier nicht in die Kälte bibbern lassen. Haben Sie denn überhaupt keine Humanität, Mann? Leg mich nicht um. Wir haben es auch bisher getrieben gegen meinen Willen. Wenn Sie es genau betrachten, befinde ich mir so ja im passiven Widerstand. Lass mir leben. Ich Kamerad, du Kamerad. Verstehen? Ich bring dich hier raus. Egal, ob der Engländer, Russe oder Chinese bist. Henselmann bringt dich raus. Ach doch, was, Mann? Leider nicht. Nur leg mich nicht um, kill mir nicht. Da fährst du eben allein und lässt mir hier
aber lebend. Kannst mir ja meinetwegen fesseln. Ich verrate dir nicht. Auf mir kannst du dich verlassen. Ich zeig dir was, Kumpel. Gestatten? Ich bin Kurier. Kurier bei der Abwehrstelle in Bochnia. Dienststelle Major Sirjevel und Hauptmann Frenzel. Mit dem Ausweis kommst du überall durch. Nun lass mich aber laufen. Straßen gesperrt. Zwei Kompanien durchforsten jeden Wald und jedes Gehöft. Feldgendarmerie ist alarmiert, Herr Hauptmann. In Ordnung, Leutnant. Wenn überhaupt, dann können Sie nur hier im Umkreis von 10 Kilometer in dem Sack stecken. Und der ist zugebunden. Hinselmann muss jeden Augenblick in Bochnia eintreffen. Die Deutschen machen Razzia. Bringen Sie alles in Sicherheit. Не разумею. Schnell, bevor es zu spät ist. Warnen Sie Ihre Freunde. Wohin? Bochnia. Kommt jemand durch? Obergefreiter Henselmann. Kurier bei der Abwehr Bochnia. Dienststelle Major Zirgiebel, Hauptmann Frenzel. Das ist natürlich was anderes, Kamerad. Kommst du von dort? Von der Abschussstelle? Mhm. Und? Haben Sie schon welche? 3. Was denn? Russen? Hast du gedacht, Amis? Lass die Pfoten um, sonst knallt's. Du sollst die Wahrheit sagen. Wo ist die Munition her? Ich habe Wahrheit gesagt. Deutsche Soldaten machen Eisenbahnpatrouille durch Wald. Munition ist zu schwer. Bleibt immer hier. Mich interessiert nichts. Du lügst, du Polacke. Steckst mit dem Partisan unter einer Decke. Hast die Munition beim Rangieren eines Zugs geklaut und versteckt. Gib's zu, du hinterlistiger Heckenschütze, du. Lass ihn, er hat recht. Hier wohnen Lanzer, schau mal her. Decken, Gasmasken, Tornister. Und hier ist der Zettel mit der Wacheinteilung. Egal. Die stecken doch alle unter einer Decke. Kannst die Arme runternehmen. Das ist ein ganz scharfer. Blöd, aber gefährlich. Du, sag mal, was hast du denn da drin? Schnaps, wa? Ja. Chwileczka, chwileczka. Hier.
Wychodzić. W porządku. Wochnia? Jawohl, Herr Unteroffizier. Zur Abwehrstelle. Was hast du da drin? Geheim. Dann verlier das Zeug nur nicht. War schon ganz locker. Da passe ich schon auf. Dank dir. Nicht schießen, bist du verrückt? Siehst du da nicht, was mit dem Mann los ist? Warte doch erst mal ab. Nicht schießen! Nicht schießen, Kamerad! Nicht schießen! Die Waffen weg! Sag mal, was bist denn du für einer? Wie kommst denn du hierher? Mach mir das erst mal auf hier! Ich bin Obergefreiter Henselmann vom Abwehrstab in Bochnia! Stopp, Mann, lass die Fessel dran! Das muss jetzt überprüft werden! Mann, ich bin überfallen worden! Ich wäre beinahe tot hier gegangen! Was ich durchgemacht habe, hast du den ganzen Krieg nicht erlebt, du Idiot! Mach mir die Fesseln ab! Hast du da am Mund? Der geht dir nicht an! Das ist Helm! Au! Das war für den Idioten! Das fürs Beißen! Jetzt ausspucken! So, jetzt will ich wissen, von wem du überfallen worden bist. Wie ist ich? Der Kerl war schon wie ein Fisch. Gruppenposten in Sopolov, gefreiter Damian. Und deswegen weckst du mich nach halb in der Nacht? Wieso denn absperren? Wir sind doch nur drei Mann hier in dem Nest. Was? Fallschirmspringer? Hier ist der Arsch der Welt. Hierher verlieren sich noch nicht mal ein paar lausige Füchse. Viel weniger Fallschirmspringer. Ist ja gut, ich glaub dir. Straße nach Bochnia absperren. Ja, ja, sofort. Ende. Richtig, Tour. Hey, aufstehen!
Raus aus der Kuhle! Sie sind eine der großen Pfeifen auf Gottes Erdboden, Henselmann. Bin ich sogar die Größte. Aber Hauptmann... Halten Sie den Mund, Henselmann! Ihr Glück, dass Sie wenigstens den Zettel gerettet haben. Geben Sie Major Zirgiebel durch, dass ich in einer halben Stunde Wochenende bin. Jawohl, Hauptmann. Los, Leute, fahren Sie ab. Geben Sie eine genaue Beschreibung. Obergefreiter mit Motorrad, großer Lastensack auf Seitenwagen gestellt. Gibst du mir deinen Mantel, Kamerad? Kamerad? Kameraden sind alle gefallen. Mir ist selbst kalt, Mann. Obergefreiter mit Motorrad, großer Lastensack auf Seitenwagen geschnallt. Was halten Sie von dem geheimnisvollen Stummen, Leutnant? Entweder ist der Mann stumm, weil er wirklich kein Wort Deutsch kann, oder... Richtig, Leutnant. Oder er versteht so gut Deutsch wie Sie und ich. Auf alle Fälle gehört er zu der Gruppe. Der Mann wird gejagt, bis ihm der Dampf ausgeht. Obergefreiter mit Motorrad. Großer Lastensack auf Seitenwagen geschnallt. Verständigen Sie Ihre Dienststelle. Alle Zugänge und Straßen nach Bochnia sperren. Ende. Obergefreiter mit Motorrad. Großer Lastensack auf Seitenwagen geschnallt. Guck mal, was ist denn da los? Lanzer mit Motorrad. Hier in der Taiga hat's ja noch nie gegeben. Vorsicht. Kann eine Partisanenfalle sein. Was ist denn? Was hast du? Das siehst du doch, Panne. Maschine springt nicht an. Zündkerze mal sauber machen. Alles schon probiert. Wie lange murkst du schon rum? Anderthalb Stunden. Und ich hab's eilig. Woher kommst du, wohin willst du? Wozu willst du das wissen? Muss verstehen. Dienstvorschrift. In Ordnung. Ab und zu verläuft sich auch mal ein Partisan in diese trübe Ecke, weißt du? Muss ich wohl die Karre stehen lassen und morgen abschleppen. Wo musst du denn lang? Wo fahrt denn ihr hin? Noch ein Stückchen in Richtung Krakau. Über Bochnia. Da gibt es allerdings auch eine Umgehungsstrecke. Aber die fahren wir nur jeden vierten Tag. Meinetwegen kannst du ein Stück mitfahren. Na ja. Hier, in diesem Waldstück, sitzen wir. Südlich von Bochnia. Ungefähr
20 Kilometer, das Dörfchen Sobolov. Dann liegt hier Krakau und gleich dabei Wilitschka. Und wo genau sollten wir abspringen? Hier, 20 Kilometer südlich Wilitschka, in dem Wald. Da sind von hier nicht mehr wie 30, 35 Kilometer. Das war das Einzige, was wir gefunden haben. Aber woher können die Deutschen wissen, dass jemand abgesprungen ist? Sie sprachen von falschen Springern. Die Maschine kann abgestürzt sein. Nachdem wir gesprungen, Maschine hier abgedreht, Kurs nach Hause. Wenn abgestürzt, dann muss es hier sein, zwischen Frontlinie und hier, diesem Gebiet. Und wenn Gerhard noch lebt, muss in diesem Gebiet sein. Wenn die Maschine abgestürzt ist, lebt niemand mehr. Es strampelt sich aber viel schwerer mit dir und dem Sack. Hast du da Bleibatterien drin? Jetzt fährst du schon über eine halbe Stunde mit uns, ohne einmal das Maul aufzumachen. Bist du stumm? Wie weit willst du mit? Wo sind wir denn jetzt? Vorn Wald, hinten Wald, rechts Wald, links Wald. Und das, soweit du gucken kannst. Kilometer lang. Na, wie weit noch? Bis hier. Stopp! Waffen und Munition ablegen. Du kannst es doch hier nicht einfach so... Natürlich kann ich. Mensch, ich hab Frau und Kinder. Warum bist du nicht bei ihnen geblieben? Was suchst du hier? Stiefel aus. Na komm. Abteilung Kit! Ihr lauft jetzt genau 15 Minuten in diese Richtung, ohne euch umzudrehen. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Kein Wort! Im Laufschritt, marsch, marsch! Den Mann schicke ich an die Front! Da kann er seine Dummheit reparieren lassen. Hab den Burschen schon am Schlawittchen und lässt ihn wieder laufen. Den Kerl bringe ich vors Kriegsgericht. Na, Herr Major, schließlich hat Henselmann doch sogar das Papier gerettet. Der mag ja alles sein. Aber es ist doch mehr als ärgerlich, dass wir jetzt einen solchen Aufstand machen müssen, nur weil wir im Dunkeln tappen. Das wage ich nicht, im Alleingang zu machen. Wie mein? Der Mann ist uns durch die Lappen gegangen. Das ist eine Tatsache. Verantwortlich sind wir, Major Zirgiebel und Hauptmann Frenzel. Das wischt uns keiner ab. Wir wollen doch nicht auf eine Dummheit noch eine zweite setzen. Sie kommen mit, Frenzel. Wohin, Herr Major? Nach Krakau, zur Heeresgruppe. Wir brauchen Rückendeckung und Flankenschutz. Der Gegner ist gerissen. Sie suchen umsonst, Boris. Warum drängen Sie, Hauptmann Ernst? Ich will meinen Auftrag ausführen. Wann gehen wir? Sobald es dunkel ist. Richtung? Wilitschk. Also Richtung Krakau? Mhm. Das bedeutet, dass wir Georg aufgeben. Wenn Georg lebt, wird er wissen, wo er uns findet.
Die Herren von der Abwehr, bitte. Standartenführer Haug lässt bitten. Interessant. Taten gut daran, meine Herren, zu kommen. Haben sich die Herren schon ein Bild gemacht? Sehr widerspruchsvoll. Darf ich zur Karte bitten? Die Maschine kam wahrscheinlich bei Tarnow über die Frontlinie und flog in Richtung Westen. Südlich von Bochnia wurde sie geortet und beschossen. Vermutlich erhielt sie schwere Treffer, drehte nach Osten ab und versuchte, die Frontlinie im Segelflug zu erreichen. Flügellahm und manövrierunfähig wurde sie bei Schwow durch eine Flakbatterie völlig erledigt und stürzte hier bei Filipowice ab. Alle Anzeichen deuten darauf hin, wohin zum ersten Mal in dieser Gegend, den Absprung einer Gruppe. Und der sie einen Mann beinahe erwischt hätten. Wobei es sich bei diesem wahrscheinlich um den letzten handelte. Es ist durchaus möglich, dass die anderen bereits hier bei der Wendemarke springen mussten. Ja, durchaus möglich. Was folgern Sie daraus? Hier bin ich mit meinem Latein vorerst am Ende. Darf ich das Papier noch mal sehen? Bitte sehr, Herr Zeuge. Bei diesem Fetzen Papier handelt es sich um ein Restdetail einer Karte. Vermutlich in höchster Eile herausgerissen, als die Maschine bereits abzustürzen drohte. Und warum herausgerissen? Entweder vorgesehenes Operationsgebiet der Gruppe oder lediglich Orientierungshilfe, um sich nach Scheitern des Auftrages zur Front durchzuschlagen. Der Fetzen wird begrenzt durch Mislinice, Wilitschka, einem Ort 10 Kilometer vor Krakau, und Wadowitz im Kreise Bielitz. Sie folgern? Lediglich eine Hypothese, Standartenführer. Mislinice, das im Walde liegt, könnte die vorgesehene Absprungstelle gewesen sein, die nicht erreicht wurde. Weiter? Wilitschka könnte eine Bedeutung haben, von der nur wenige wissen. Ich höre, Herr Major. In nächster Zeit wird voraussichtlich der Stab einer SS-Sondereinheit nach Wilitschka kommen. Wozu? Die Einheit wird zusätzlich zur Bekämpfung und Sonderbehandlung von Banden und Widerstandsgruppen um Krakau und im schlesischen Industriegebiet eingesetzt. Alle Achtung! Die Herren von der Abwehr der Heeresgruppe A sind ausgezeichnet informiert. Selbst über Interna, die zunächst nur das Reichssicherheitshauptamt betreffen. Manchmal stößt man bei Nachforschungen auf Ergebnisse, die man gar nicht beabsichtigt hatte. Zufallserkenntnisse. Es wäre nicht ganz ausgeschlossen, dass auch die Feindseite davon Wind bekommen hat. Man muss es immerhin in Erwägung ziehen. Und weiter? Tja, darauf weiß ich mir nun gar keinen Reim zu machen. Wadowitz ist ein unbedeutendes Kleinstädtchen. Aus einer Ersatzeinheit und einem Armeesanitätspark keine militärische Relevanz. Wadowitz kann vielleicht bedeuten,
Verbindung zu den örtlichen Partisanen. Nachschubstelle für die abgesprungene Gruppe. Getarntes Waffen- und Munitionslager. Sammelpunkt für den Rückzug. Gut, lassen wir es dabei. Mein Vorschlag. Wir lassen die Suche nach der Gruppe in Ihren bewährten Händen. Ich habe da volles Vertrauen zu Ihnen. Ich möchte Sie allerdings bitten, mich von allen Ergebnissen, auch von etwaigen Misserfolgen, in regelmäßigem Intervall zu benachrichtigen. Brauchen Sie Hilfe und Unterstützung? Ich bin für Sie da. Jederzeit. Kreisen Sie den flüchtigen Mann ein. Jagen Sie ihn, bis ihm die Luft ausgeht. Wichtig ist es, das eine Ende des Fadens in die Hand zu bekommen, um damit das ganze Knäuel zu entwirren.